Hallo zusammen, hier ist der Frank von Pixel Computer und ich möchte euch heute den niegelnagelneuen Lenovo P16 vorstellen. Den Lenovo P16 haben wir bekommen als ein Pre-Production Sample. Das heißt, es ist sozusagen ein Vorseriengerät, da ist einiges noch nicht fertig. Aber man kann sich schon mal einen Eindruck verschaffen und vor allem, da der P16 ein niegelnagelneues Gerät mit einem komplett neuen Design, komplett neue Innereien, komplett neuen CPUs und einer komplett neuen Leistungsklasse ist das ein sehr, sehr spannendes Gerät, vor allem für alle, die sehr hohe Anforderungen an ihre Workstation, ihre mobile Workstation haben. Ja, wir beraten seit ein paar Jahren Lenovo in allen Bereichen für Bild- und Videobearbeitung. Das heißt, Lenovo fragt uns, wie viel davon dann wirklich ankommt. Was wollen wir so in den nächsten Generationen drin haben? Was brauchen wir? Zum Beispiel sowas wie FCC wurden wir mehrfach im Rat gefragt, wie würde man das machen? Da haben wir auch noch ein paar Sachen in der Pipeline, wo wir sagen, bitte, bitte, bitte macht das noch ein bisschen anders. Und so gibt uns Lenovo ab und zu mal ein Pre-Production-Sample. Genauso baut Lenovo CTO-Geräte für uns. Das heißt, wir kriegen nicht nur so die Standardgeräte, die man im Handel kriegt, sondern wir können ganz genau konfigurieren, was wir wollen. Zum Beispiel auch andere SSDs einbauen lassen, sämtliche Displays mit FCCs und so weiter. Genau. So, jetzt aber mal zum P16. Der P16 ist ein Clean-Sheet-Design. Das heißt, Clean-Sheet heißt, wir fangen bei komplett null an. Start over. Ja. P15 Gen 1, P15 Gen 2, sagen wir mal so, P50, 51, 52, 53, P15, V1, V2 oder Gen 1, Gen 2 war selbe Gehäuse, sah aus, es gab marginale Änderungen, innen drin hat sich immer was geändert, war aber alles dasselbe. So, jetzt haben wir P16 komplett neu. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Vapor Chamber drin, das heißt eine andere Kühlung, das haben sie aus dem P1 Gen 4 übernommen, das hat sich dort bewährt. Und der P16 tritt auch ein schweres Erbe an, der soll der Nachfolger für P15 und P17 gleichzeitig sein. Der Laptop, der P16, ist ausgelegt auf maximale Leistung. Und das können wir in unseren ersten Tests bestätigen. Auch die Benchmarks, die wir uns so angeschaut haben, sind das in unseren ersten Tests mit Lightroom Capture One und Premiere Pro. Geben uns ein extrem gutes Gefühl, dass man jetzt wirklich fast Desktop-Workstation-Leistung mit zu mitnehmen. Ja. Der P16 ist herausgestanden aus dem P15 und P17. Davor gab es den P50, den P70, 71, 72, 73, P17, Gen 1, Gen 2. Daraus ist jetzt der P16 entstanden. Viele Leute werden denken, Mist, P16, 16 Zoll Display ist kleiner. Stimmt aber nicht ganz, weil das Schicke daran ist, dass wir hier jetzt ein 16:10 Display haben und dieses 16:10 Display für mich eigentlich fast mehr Platz hat als so, schauen wir mal, dass es nicht spiegelt, als das P17 und vor allem meiner Meinung nach etwas sinnvoller nutzbar. Das heißt, ich habe hier praktisch sozusagen fast komplett den Schirm. Ja, in einer sehr, sehr guten Qualität. Da gibt es vier verschiedene Bildschirme zur Auswahl. Werden wir uns ein bisschen später noch anschauen. Aber keine Angst, ihr habt genügend Platz auf dem P16. Ja. So, da bin ich wieder. Was ist neu? Maximale Leistung wie eine Desktop-Workstation. Wir haben neue Intel-Prozessoren drin. 12. Generation und zwar die HX-Serie. HX-Serie ist komplett neu. Bisher gab es die HK-Serie, die H-Serie. Was heißt HX? Das heißt mehr Leistung. Ich habe eine TDP von 55 Watt. Das heißt, der Prozessor ist auf eine Dauerleistung von 55 Watt ausgelegt. Und das heißt, das Gerät muss auch 55 Watt Hitze rauskriegen. Im Turbo geht das Ganze hoch bis 157 Watt. Wenn ihr euch mal überlegt, so eine Desktop-Workstation, eine Intel i9 12900K,
Ja, die hat so eine Standardleistung von 125 Watt und eine Turboleistung von 241 Watt. Da seht ihr, wie nah wir da dran sind. Und die letzten 60, 70 Watt sind eh nicht mehr so entscheidend, weil da hat man dann vielleicht 10% Leistung. Das ist so dieser abnehmende Grenznutzen. Das heißt, je mehr Leistung ich reinstecke, ja, umso weniger kriege ich raus. Genauso auf der Autobahn fahre ich 200 oder 240. Bei 200 brauche ich 12 Liter, bei 240 brauche ich dann 18 Liter. Lohnt sich nicht wirklich vom Verbrauch her. Wir reden jetzt hier nicht vom Spaß. Einmalig bei Notebooks diese Leistung und wir haben jetzt 8 Performance und 8 Effizienzkerne. Bei der 12. Generation haben wir dieselbe Änderung, wie Apple das vor, ja, einem anderthalb Jahren gemacht hat mit ihren neuen M-Prozessoren. Wir unterteilen in zwei verschiedene Kerne. Das heißt, wir haben Performance-Kerne und Effizienz-Kerne. Performance-Kerne sind dafür zuständig, das Heavy Lifting zu machen. Zum Beispiel Lightroom Export macht oder Bilder bearbeitet, Videoschnitt und so weiter. Da sind die Performance-Kerne gefragt. Standardaufgaben, im Hintergrund mal eine E-Mail holen, mal ein bisschen Musik abspielen und so weiter. Das läuft alles auf den Effizienzkernen. Und da werden wir noch sehr viel Performance-Schub sehen in den nächsten Jahren, weil die Programmierer natürlich alle ihre Programme erst noch umstellen müssen auf diese Performance-Effizienzkerne-Programmierung. Dass man sagt, ui, das kann ich auf den Effizienzkern schmeißen, dafür habe ich mehr Luft dann auf den Performance-Kern. So. Unterschied zum P1 Gen 5, der jetzt auch neu rauskommt, auch mit den neuen Intel-Prozessoren der 12. Generation, allerdings hier die H-Prozessoren. Wir haben nur 45 Watt TDP, wir haben nur 6 Performance und 8 Effizienzkerne. Und das macht einen ganz gewaltigen Unterschied. Und jetzt haben wir wirklich so, wo wir die letzten Jahre P1, Gen 4, P15, P17 haben immer so gesagt, ja, so P15, P17 haben dieselben Prozessoren, das Gehäuse ist ein bisschen größer, kriegst du so 10, 15% mehr Leistung raus, weil einfach das thermische Budget größer ist und wir mehr, ja, denselben Prozessor anders belasten können. Beim P15, P17 verglichen zum ultraschlanken P1 Gen 4. Ja, sehen wir jetzt auch hier, na, das ist P1 Gen 5, auch ein Pre-Production Sample. Ja, sieht aber ganz haargenauso gleich aus wie das P1 Gen 4, also hat sich überhaupt nichts geändert. Nur ihr seht prinzipiell so den Unterschied von der Dicke, von der Größe, ja, zwischen den einzelnen beiden Notebooks. So. Und jetzt haben wir eben den Fall, dass wir hier unterschiedliche Prozessoren drin haben. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. So schaut das aus. Und zwar sehen wir jetzt praktisch so Ultramobile. Das sind so die ganz kleinen Notebooks, wo wir so 15 Watt TDP haben. Die haben 2 Performance-Kerne und 8 Effizienzkerne. Mobile P1 Gen 5, 6 Performance-Kerne, 8 Effizienzkerne. Ja, Desktop oder auch eben P16, 8 Performance und 8 Effizienzkerne. Schauen wir mal weiter. Passmark und Cinebench laufen hier fast wie eine Desktop-CPU. Eigentlich wie eine Desktop-CPU, sagen wir mal. Wir werden es fast sehen. Und die 12th-Gen-HX-CPU ist fast doppelt so schnell wie die 11th-Gen-MOBA. Wir reden jetzt hier nicht vom P1 Gen 4 zum P1 Gen 5. Da haben wir irgendwie so ein 15 bis 30%, je nach Anwendung. Wir reden hier vom P16. P16 haben wir, sag mal, so 80 bis 90% mehr Leistung verglichen mit der 11. Generation. Das ist sensationell. Na? Apple MacBook Pro ist bei diesen Benchmarks abgeschlagen. Muss allerdings ganz ehrlich sagen, diese Benchmarks sind auch für Apple nicht optimiert. In realen Anwendungen ist das MacBook relativ schnell. Von der Grafikleistung kommt es mit dem M1 von Apple nicht ganz mit. Die Prozessorleistung ist sehr gut. Wir müssen mal testen. Also ein P1 Gen 4 und ein MacBook, habe ich immer gesagt, mei, nimmt sich nichts. Außer dass, wenn man eine hohe Grafik im P1 Gen 4 nimmt, hat man bessere Grafikleistung als im M1 Max. Ja, in welchen Anwendungen ist immer so diskutierbar. Wenn man jetzt zum Beispiel die Media Engines mit reinnimmt und Apple ProRes macht, dann macht dem MacBook niemand was vor. Wenn man mit normalem Material schneidet, nicht mit ProRes, ja, ist der P1 oder der P15, P17 schneller gewesen. Wie das in der Realität aussieht, werden wir dann später sehen. Nur für Leute, die schwanken, kaufe ich mir ein Mac, kaufe ich mir ein P16 oder ein P1 Gen 5.
Gut. Benchmarks. Und da sehen wir das. Passmark. So ein Passmark ist so einer der Standard-Benchmarks, theoretischer Benchmark, aber relativ gut auf die Praxis übertragbar. Und da sehen wir einen riesengroßen Sprung. Da haben wir eben praktisch einen Apple M1 Max mit 22.400 Punkten. Intel i9 11950 P1 Gen 4 maximale CPU, die es im P1 Gen 4 oder P15 gab, sind 22.588. Genau. Dann die neue Generation, also Ryzen Prozessoren noch zur Vollständigkeit halber, der Ryzen 9 6900AX mit 24.849, das ist so der schnellste mobile Prozessor, den AMD im Moment anbietet. Dann kommt lange nix und dann kommt der Intel i7 12700 und 12900er. Das sind die Prozessoren, die im neuen P1 Gen 5 eingebaut werden. Und da sehen wir schon 27.000 oder 29.000, also relevant ist jetzt hier die 22.500 zu den 29.400. Ja, das ist so der Sprung in Leistung, wo ich vorhin gesagt habe, so real 15-30% von einem P1 Gen 4 auf dem P1 Gen 5. Na, da kann man auch sagen, ja, so viel ist das jetzt nicht. Es ist schon ganz ordentlich. Das ist also normalerweise ein Riesensprung. Ja, aber leider macht der P1 Gen 5 auch einen riesen preislichen Sprung und der P16 ist auch kein Schnapper. Leider. So, der richtige Sprung kommt dann bei der Kiste hier. i9 12950HX 39.136. Liegt gleich auf mit dem Ryzen 9 5900X mit 12 Kernen oder dem Intel i9 12900K Desktop. Der ist so ein bisschen schneller, aber jetzt haben wir hier drin die Leistung von dem Intel i9 der 12. Generation. So, ist das real auch so? Na, da können wir uns mal den Cinebench anschauen. Cinebench, Apple M1 Max 12200, Cinebench auch jetzt nicht wirklich auf M1 optimiert, ganz ehrlich gesagt. 12.700 P1 Gen 4, wo ich gesagt habe, ja, also P1 Gen 4, Apple M1 Max, ungefähr auf Augenhöhe. So, dann i7, i9, wie zu erwarten, ja, 25% schneller für den P1 Gen 5, die 12.700H, die 12.900H. Dann der Intel i9, 12.950HX, 22.953, nicht ganz am Desktop dran, tritt aber einen 5900X ziemlich auf die 10 und ja, das im Cinebench. Ist also extreme Leistung. Wer sagt, ich brauche ein Gerät für Capture One, für meine Bilder, für unterwegs, für Videoschnitt, Premiere Pro, DaVinci Resolve, 3D, Simulationen oder auch zum Spielen, ThinkPad P16, sensationelle Geschichte. So, was hat sich geändert? Wir haben eben neue CPUs und GPUs, über die CPUs haben wir gerade geredet. Wir haben ein neues Kühlsystem, das ist die Vapor Chamber und Liquid Metal Kühlung wie im P1. So, gehe schon mal ein bisschen vor. So. Dann haben wir 4800 MHz DDR5 RAM drin. Tolle Geschichte, allerdings relativ teuer. Da kann man auch sagen, so 200 Euro ungefähr von den Kosten gehen auf Kosten des DDR4 RAMs, was das Ding teurer ist jetzt als ein P15 oder ein P17. Wir haben 8 TB Storage drin, das heißt zweimal M2 PCIe 4.0 Slots, wo jetzt 4 TB SSDs reinpassen. Vorher waren die von Lenovo nicht zertifiziert. Man hat sie zwar reinbekommen in P15, P17, nicht in den P1, ja, aber man hat nie mehr als 6 TB zusammen reingekriegt. Mussten wir mal schmerzhaft lernen beim ersten Rechner, den wir da für einen Kunden gebaut haben, der ganz vergnügt 2x4 TB bestellt hat und wir es nicht zum Laufen bekommen haben. Ja, das heißt, 6 TB ist Schluss beim P15, P17. Genau. Dann neues Aluminium-Magnesium-Gehäuse, neues Design. Das zeige ich euch mal kurz ein bisschen in der großen Cam. Da seht ihr, das ist jetzt silbergrau, das hier oben ist jetzt Aluminium, also das ist Aluminium. Aluminium-Magnesium ist das ganze Ding. So.
Hinten die roten Streifen. Ein bisschen Ferrari-Rennstreifen. So. Und so sieht er von unten aus. Genau, da steht irgendwo noch ganz klein hier, dass das Ding Pre-Production Sample ist, nicht FCC zugelassen, nicht in der Produktion eingesetzt werden darf und was weiß ich was alles. Genau, ja, aber machen wir ja nicht. So. Okay. Gut. Neu auch eben das 16:10 Panel. Das es eben in verschiedensten Variationen gibt. Und genau, dazu jetzt. Es gibt vier verschiedene Bildschirme. Ein 1920x1200, ich sag's mal böse, Billigbildschirm mit nur 300 Nits. Das bieten wir nicht an. 100 hat allerdings schon 100% sRGB. Ja, das müsste man bei Preisvergleichen aufpassen, was steckt da für ein Panel drin. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Panel ein Preisunterschied ist. Auch beim Basisgerät sind wir deutlich teurer als in den Preisvergleichen. Wir stecken aber lauter Sachen rein, die andere noch da nicht drin haben, sondern alles aufpreispflichtig haben. Ja. So, dann 2560x1600, 100% sRGB, auch Factory Color Calibration, 400 Nits, Einstieg für Foto und Video. Das ist für jemand, der sagt, ich habe eine schmale Geldbörse, ich brauche aber ein P16 und ja, ich druck jetzt nicht, ich mache jetzt Amateurvideoschnitt, ich brauche jetzt nicht unbedingt den großen Farbraum, ja, dann ist das ein ganz ordentliches Panel. Ja, da kann man mitarbeiten. Dann unser Lieblingspanel seit 2-3 Jahren, 3840x2, nee, seit letztem Jahr erst, weil P16 Gen 1, ja, aber eben mattes Bildschirm, 3840x2400, 100% Adobe RGB, Factory Color Calibration, 600 Nits, das heißt, man kann auch mal im Biergarten die Helligkeit hochschalten, wobei man dann nicht in der Kalibration arbeitet, sondern viel zu hell theoretisch ist, nur damit man überhaupt was sieht, da muss man das Ding dann halt hochdrehen. Normale Helligkeit, eine kalibrierte Helligkeit, nur zur Info, liegt ungefähr bei 120 bis 160 Nits. Ja, da liegt man so, also alle meine Geräte sind auf 160 Candela bzw. Nits kalibriert. Matt. Dann gibt es noch ein OLED-Panel, das ist ja im Moment so in. Schön bunt, schön hübsch, schön Dings. 3840x2400. Nicht Adobe RGB, sondern hier 100% DCI-P3. Auch FCC. Allerdings glänzend, antireflex beschichtet, ungefähr wie ein MacBook-Display. Ja, also von der vom Aussehen her, wenn man sich das vorstellt. Genau. Hier haben wir eben auch schon ein schönes mattes Display. So. Bei uns liefern wir alle P16 mit der Factory Color Calibration aus. Wenn ihr möchtet, kriegt ihr dazu auch einen schicken Aizo dazu oder einen Denovo P27U. Da machen wir die Erstkalibration bei den Aizos, installieren den Color Navigator, installieren die ersten Targets, passen den an den P16 an, dessen Leistung gibt sonst nirgendwo. Ja. Das heißt, da kriegt ihr ein System, da matcht der Laptop perfekt zu einem Monitor, den ihr zu Hause stehen habt. Ja, wir erstellen euch Targets für Adobe RGB, sRGB, DCI-P3, REC 709. Das sind die FCC-Targets, die hat auch der Aizo. Und wenn man in die Adobe RGB-Einstellungen geht, dann matcht das zu 95, vielleicht sogar 98% zum Aizo CG oder CS. Wenn ich das irgendwie in die Fußgängerzone stelle und da 100 Leute vorbeilaufen lasse und sage, seht ihr Unterschied in Farben, sagen 99 nein. Wenn ich da 100 Fotografen hinstelle, die alle ein bisschen mit Farbenerfahrung haben, die sagen dann, ja, guck mal, da Magenta, da ist der Laptop vielleicht nicht ganz so gut wie der Aizo und da ist er vielleicht ein bisschen weniger homogen. Ja, passt, aber wenn ich auf dem Workshop sitze, dann habe ich meine Bilder genauso, wie ich sehe, komme nach Hause und das passt perfekt. Das ist das richtig Coole an diesen Displays. Und dafür bin ich Lenovo ewig dankbar. So, Grafikkarten. Auch teils neu. Nicht so komplett neu wie die CPUs, sondern da haben wir uns ein bisschen verbessert. Ja. So, der ist jetzt hier gerade mal schlafen gegangen. So, was gibt's da? Max-Q, Max-P. Das sind zwei verschiedene Prinzipien. In den kleinen, ja, das heißt hier im Lenovo P1, da stecken dieselben CPUs drin wie im P16. So. Da steckt drin
Eine RTX A1000, 2000, 3000, 4500, 5500. Genauso wie hier. Unterschied ist einfach, dass hier die sogenannten Max-Q-Versionen drin stecken, hier stecken die Max-P-Versionen drin. Das heißt, die hier dürfen mehr Strom ziehen. Das heißt, die dürfen hier wesentlich mehr Strom verbrauchen. Während hier die RTX A4500 maximal 80 Watt ziehen darf, darf sie hier 115 Watt ziehen. Die RTX A2000 darf hier 35 Watt ziehen und hier 60 Watt. So. Das heißt, hier kriege ich eine deutlich bessere Grafikleistung, genauso wie bei der CPU-Leistung. Nennt sich einmal Max-Q. Na, das ist wieder dieses abnehmende Grenznutzen, was ich schon mal erwähnt habe. Das heißt, da geht man halt hin und sagt, okay, ein A4500 im Desktop kann halt so theoretisch 230 Watt ziehen. So, 230 Watt kriegen kein Laptop. So, jetzt baut man die praktisch sozusagen in einem Design, dass die sich sozusagen abregeln, wenn sie zu heiß werden, wenn sie zu viel Leistung ziehen. Und dann regeln die sich halt runter und haben praktisch ein gewisses Energiebudget, das sie kurzfristig auch mal überschreiten dürfen, na, wenn kurz mal Maximalleistung ist. Aber wir haben hier eine sehr, 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 sehr gute Leistung. P16 Max P hat ca. 30% mehr Leistung in Applikationen als der P1, wobei man so schnelle Grafikkarten wie in einem P1 in so einer kleinen Form noch nicht gesehen hat. Ich kann auch mit einem P1 auf dem A4500 locker 4K Videoschnitt machen oder auch mal Cinema Raw DNGs verarbeiten oder Capture One fliegt euch um die Ohren. Also bildlich gesprochen von der Geschwindigkeit. Helicon Focus, PTGUI und so weiter, die laufen wie ein Einser. Ab der RTX A3000 ungefähr. Das ist aber so. Werden wir gleich sehen. Ja. Hier P16 haben wir die schnellstmögliche Grafik, die überhaupt in einem Laptop möglich ist. Grafikkarten. Kurze Aufstellung, dass ihr es mal seht. Könnt ihr euch nachher mal ein bisschen Standbild machen, angucken. Ist aber jetzt nicht so spannend, die theoretischen Sachen. RTX A1000, RTX A2000 sind so die Bildbearbeitungssachen. Das Coole an der RTX A1000 ist, die Einsteiger-Grafikkarte ist doppelt so schnell geworden, also wie der Vorgänger. Das war die T1200, die noch im P15 oder im P17 das Standardmodell war. Das heißt, man kann das Ding jetzt sogar mit der RTX A1000 bestellen. Wenn man sagt, ich mache jetzt nur Videobearbeitung, würde ich dann aber lieber in den P1 nehmen, weil da hat das Ding genauso viel Leistung oder fast genauso viel Leistung wie im P16. Bloß das Ding, wenn ich sage, ich bin Fotograf, mache nur Fotos, dann passt das in jeden Rucksack. Hier wird es ein bisschen schwieriger. So, Unterschied sind vor allem die CUDA-Cores. CUDA-Cores sind sozusagen wie die CPU-Kerne, die Recheneinheiten. Na? Und die Bandbreite zum Arbeitsspeicher, 128-Bit, 192-Bit, 256-Bit. Wie schnell wird das Ganze zum Speicher übertragen? Muss man technisch jetzt nicht unbedingt hundertprozentig wissen. Einfach nur, je höher die Bitzahl, je höher die CUDA-Cores, umso schneller ist die Karte. Ja, und da sehen wir eben praktisch einen großen Sprung zwischen der A2000 und der A3000. Da springen wir auf 192-Bit und auf 4096 CUDA-Cores. Dann ist nochmal ein Sprung zu A4500 mit den CUDA-Cores und mit der Bandbreite und 16 Gigabit. Und das sind eigentlich so unsere beiden Karten, die wir empfehlen, wenn ihr Videoschnitt macht. So. Die A5500 ist nochmal eine Ecke schneller, allerdings, das ist immer so die Karte, wo mein Bauch sich grimmt. Ja, wir selber bestellen uns immer die Maschinen so mit einer RTX A4000 Klasse. Also hier A4500 wird vermutlich wieder unser Demo-Rechner werden. Da hat man was richtig Schönes, Schickes, aber muss dafür nicht, was weiß ich, fürs Haus, Frau, Auto und Yacht verpfänden. Ja, weil die A5500 ist schon eine coole Karte, aber eben extrem teuer. Genau. Gut, ja, ideal eben A3000, A4000, wenn ihr 4K-Videoschnitt mit Premiere DaVinci Resolve macht, wenn ihr sagt, ich mache 6K, ich habe eine Blackmagic Cinema Camera mit 6K oder sowas, oder möchte gerne mehrere Spuren haben, oder habe praktisch After Effects und, dann die A4500. Wenn ihr das Geld habt, gerne eine A5500. In diesem Fall, ja, in der letzten Generation, vor allem P1, sind wir von der 5000er abgeraten, weil die einfach
zu teuer war und nicht viel mehr Leistung gebracht hat. Ja. Die A5500 bringt schon noch mal eine Ecke mehr Leistung. Ja. Wenn man die 1000 oder 1200 Euro, was die zur A4500 mehr kostet, zahlen möchte, kann man das machen. So. Dann Power Modi. Das Ding wird mit diesen CPUs und den GPUs laut und heiß. Punkt. So. Wenn man im Ultra-Performance-Modus arbeitet. So. Und deswegen kann man jetzt so vier verschiedene Modi einstellen. Quiet Mode, Balance Mode, Performance Mode, Ultra-Performance Mode. Na? Die richtigen Werte haben wir noch nicht, deswegen gebe ich sie noch nicht an. Also für die anderen wissen wir schon so, zum Beispiel beim P15V oder so, da hat man zum Beispiel 18 Watt oder 40 Watt maximal CPU für den Quiet Mode und Ultra Performance Mode. Genauso wird das bei dem hier sein. Das heißt, Quiet Mode, ich sitze irgendwo im Ruhebereich im ICE, und möchte meine Nachbarn nicht nerven. Ich lese gerade eh nur, was weiß ich was, spiegel.de und schaue gerade vielleicht ein Video an. Ja, oder schieb irgendwo drei Regler in Lightroom. Dann reicht der Quiet Mode von der Leistung her völlig super aus. Ja. Der Balance Mode ist auch noch relativ leise, ist schon eine ganze Ecke schneller als der Quiet Mode. Und Performance und Ultra Performance Mode sind dann die Modo, wo ich jetzt sage, das Ding muss jetzt fertig werden. Ich bin Fotograf, ich sitze da und sage, ich habe gerade eine Hochzeit geschossen, die Braut sitzt mir im Nacken, in 2 Stunden ist die Abgabe, dann haue ich das Ding in Ultra-Performance-Mode, sage, entwickel, und dann läuft das Ding nochmal 20% schneller. Na, macht meinen Export oder rendert meinen Film einfach 20% schneller raus. Ich sollte das Ding dann allerdings nicht mehr auf meine bloßen Beine stellen, weil das wird dann hier unten so ungefähr um die 50 Grad warm. Na, also es wird schon richtig knackig. Und leise ist anders. Im Quiet Mode ist er leise. Im Balance Mode auch. Im Ultra Performance Mode ist er richtig laut. Genau. Bis zu 128 GB DDR5 RAM. 4 Steckplätze. 2,95 Kilo. 3 Zentimeter. So. ThinkPad P1, ThinkPad P16. Das P1. Und irgendwo haben wir auch noch ein MacBook stehen. Ja. So, das heißt, wenn man sich so mal die Größe, Schwere und Dings anschaut, so im Vergleich, ja, haben wir hier den P1, das MacBook ist ein bisschen schwerer, ja, das P1 ist ein bisschen höher, hat allerdings hier unten etwas höhere Füßchen, die rechnet Lenovo nicht mit, also wenn man die Füßchen wegnimmt, sind sie ungefähr gleich hoch, ja. MacBook ungefähr 300-400 Gramm schwerer. Und dann hier 2,95 Kilo, 3 Zentimeter, ist dann schon in der dicken Form. Na. Kann man es mal vergleichen. Genau. So. Das heißt, wer keine Ultramobilität braucht, sondern Leistung, hier maximale Mobilität, trotzdem immer noch coole Leistung, P1 Gen 5. Okay, so. 54 Stunden Wattstunden Akku. Laufzeit laut Lenovo bis 9 Stunden. Bei der Leistung, die das Ding hat, im Ultra-Performance-Mode ohne Stromanschluss, wenn ihr jetzt sagt, ihr rendert da gerade ein 4K-Video raus, Laufzeit würde ich mal schätzen, habt ihr Schwein, wenn ihr 90 Minuten habt, ganz einfach gesagt in der Praxis. Wenn er in Lightroom irgendwie gemütlich Bilder bearbeitet oder in Capture One durchgeht, ja, Sternchen hier, Sternchen dort, heller, dunkler, Weißabgleich hier und so weiter, schätze ich mal 3 bis 4 Stunden, wenn ihr ordentlich arbeitet. Gibt 4G LTE, Wi-Fi 6 natürlich, NFC, Dolby Atmos, Dolby Voice, eine 1080p Kamera und Milspecs. Milspecs ist etwas stoßfest, wasserresistent, also nicht dicht, sondern es kann mal einen Spritzer Wasser vertragen. Er hat auch hier unter der Tastatur eine Wanne, wo praktisch ein bisschen Wasser aufgefangen werden kann und nicht direkt in den Rechner rinnt, sondern rechts und links abgeleitet wird. Ja, wenn er da ein ganzes Glas Wasser drüber kippt, hält die Wanne das auch nicht unbedingt mehr. Extrem stabil,
wie alle Lenovo-Geräte, Rüttelschütteltester, die Mil-Specs ist so ein amerikanischer Test für die Militäreignung. Das heißt, muss jedes Gerät bestehen, das im Militär irgendwo in einem Panzer oder sonst was eingesetzt werden kann, dass das eben Hitze, Stöße und so weiter ab kann. Genau. Anschlüsse, ja, zweimal USB-A 3.2 Gen 1, das heißt also 1000 MB pro Sekunde, einmal USB-C 3.2 Gen 2, das heißt 2000 MB pro Sekunde, zweimal USB-C Thunderbolt 4, ja, also Thunderbolt 4 Anschlüsse bzw. USB-C, HDMI 2.1, SD Express Card Reader, Smart Card Reader, Kopfhörer, Mikrofon, SIM-Card Nano. Schauen wir uns mal kurz im Detail an. So, jetzt gucken wir mal kurz. Da sehen wir jetzt praktisch hier eben USB-C Kopfhörer und das ist, genau, das ist ein USB-C Superspeed. Ne? Die Nano-SIM-Karte ist hier vorne. Halt, da ist die Nano-SIM-Karte, Kopfhörer, USB-C, USB-A. Hier hinten haben wir dann, so, hier drüben, na, so, Strom, zweimal Thunderbolt oder USB-C, HDMI. Und hier haben wir nochmal, halt, da waren wir gerade, die Seite brauchen wir noch. Hier haben wir noch Kensington Lock, dass ihr es auch mal im ICE anschließen könnt. Das vermisse ich bei MacBooks seit vielen, vielen Jahren ganz extrem. USB-A, SD-Karte und Smart Card Reader. So, das sind so die Anschlüsse. Das waren mal so die Eigenschaften. Was ist jetzt der Unterschied, wenn ihr einen P1 oder einen P16 bei uns kauft? Wir machen eigene Benchmarks für Fotografen und Filmer. Ihr kriegt bei uns alle Displays, die wir anbieten, auf Wunsch mit Factory Color Calibration, mit Targets für sRGB, Adobe RGB und die Videoanwendungen. Wir setzen auf Wunsch andere SSDs als Lenovo ein, die 10 bis 40 Mal mehr Lebensdauer haben, sind dauerhaft schnell, da sie MLC-Speicher haben oder TLC-Pro-SSDs mit 96 bis 192 GB SLC-Cache. Normale, einfache, günstige SSDs, ja, haben nur einen kleinen Cache, der ist irgendwie so 3 bis 9 GB groß. Und wenn ich jetzt ein Fotograf oder Filmer bin, der so mit 50 oder 100 GB Bild- oder Videodaten ankommt, dann bricht bei der Bearbeitung die Geschwindigkeit plötzlich um den Faktor 8 bis 10 ein, wenn dieser Cache vollgelaufen ist. Das ist so dieses Lightroom-Phänomen, das kennen sicherlich viele. In Lightroom ist es sehr, sehr auffällig. Ich bearbeite 1000 Bilder vom Urlaub, von der Hochzeit, wie auch immer. Die ersten 50 Bilder rennt das Ding wie Oscar. Plötzlich bin ich bei Bild 55 und plötzlich wird alles langsamer. Ich gehe durch und plötzlich bewegt sich das in Zeitlupe. TLC-SSD mit kleinem Cache, ganz einfach. 550 bis 800.000 IOPS statt 10 bis 30.000 etc. So. Dazu kommt, dass wir euch, wenn ihr möchtet, die Geräte fix und fertig einrichten. Das heißt, wir machen sämtliche Updates, wir machen Systemabwehrtreiber, wir installieren alles vor. Ihr kriegt nicht das Gerät irgendwie, wie das irgendwo aus dem Werk war, sondern von uns perfekt eingerichtet. Wir kombinieren das mit IZO-Monitoren, mit Druckern von Canon, mit Druckern von Epson. Das heißt, ihr kriegt ein komplett vollständiges System installiert mit Treibern, ICC-Profilen etc. und Videotutorials dazu, wo wir euch erklären, wo man damit umgeht. Und immer unseren Support von Fotografen und Filmern, die sich auf Computer spezialisiert haben und seit über 20 Jahren in diesem Bereich beraten. Okay, das war die Eigenwerbung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr einen Thumbs Up macht. Ansonsten schaut euch mal die anderen Videos an. P1 Gen 5, ja, P16S kommen demnächst und P1 Gen 4. Da sind nochmal ganz viele Sachen zur FCC erklärt. Wer da noch etwas mehr wissen wollte, schaut euch mal das P1 Gen 4 Video an. Okay, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis demnächst.